oben. Aber ganz ehrlich, ich frage mich echt, manche Menschen leiden irgendwie unter, echt unter Realitätsverlust und so. Halt auch viele, viele Politiker. Die sehen einfach nicht die Probleme, die wirklich momentan im Land da sind. Die sehen das einfach nicht und die denken wirklich, es ist alles gut so, wie es ist. Wie blöd muss man denn sein, dass man sowas nicht checkt? Jetzt mal ganz ehrlich. So. Das Essen. Das kann man so blöd, kann man doch ehrlich gesagt gar nicht sein. Da denkt man sich, entweder verarschen die einen nur, oder die leiden wirklich unter Realitätsverlust. So. Aber es ist irgendwie normal in dem Land. Oder generell auf der Welt irgendwie momentan. Irgendwie dreht die ganze Welt irgendwie durch. Nicht nur in Deutschland, sondern auch Amerika. Mir leckt die Scheiße ein bisschen, kann das sein? Was soll denn der Mist? Wir sind schon ziemlich weit gelaufen. Und haben immer noch kein Iron gefunden. Nimm mal Redstone, wir brauchen unbedingt einen Kompass. So weit können wir die Tiere ja eh nicht anlocken. Bis zu unserer Basis. So also können wir die hier auch gleich abschlachten. Oh, wir schlachten alle ab. Oh. Ist das vielleicht endlich mal eine gescheite Höhle, wo es auch Eisen gibt? So, ich mache hier mal wieder dicht. So. Ja. Nee. Alter, what the fuck? Kommen gleich zwei Creeper-Männer. Da ist Lab. Ah, da ist Eisen. Noch mehr Eisen. Ich glaub's ja gar nicht. Da ist Lapa. Ach du Kacke. Was geht denn da hinten ab? Ah, nicht, das ist Kohle, ne? Aber da ist Iron. So. Kommt der? Bleibt mir bloß von der Pelle, Mann. Toll, zwei Skelette und eine Spinne. Ja, komm mal her. Hey, du Sack. Boah, wie soll man das jetzt machen am besten? Fuck. Mitten die Lava schubsen, das ist unfair. Oh, ein Pfeil. Wow, Alter. Hat der mich erschrocken, der Sack. Aua. Aua, hör auf damit. Das tut doch weh. Kein Bogen getroppt, leider. Ich leuchte jetzt erstmal alles aus. Da ist irgendwo noch ein Scheißskelett. Mist, ich hätte mir einmal Wasser machen sollen. Na gut, das drauf können wir uns ja immer noch machen. So, ich baue hier mal kurz dann. Kann ich das ab? Nö. Wo ist meine Crafting Bench? Da. Machen wir uns einen Ofen. Da können wir gleich das Eisen schmelzen. So, und einen Eimer. Machen wir uns gleich zwei Eimer. Da können wir uns dann nämlich einen Eimer Lava holen. Dann weiß ich, was wir den noch brauchen können. Manche mögen es heiß. Yeah. Ich bin ein Bad Motherfucker. Was? Ach du Kacke. Da ist der andere Pisser.
komm mal ran. So, einen Tisch kann ich das Eisen nicht mitnehmen. Weil ich keinen Platz habe im Inventar. So. Was lassen wir da? Komm, Kies braucht doch kein Mensch. Und wenn, dann können wir eh noch ein bisschen, noch mehr farmen. Wo geht's denn da lang? Da geht's zu Mr. Skeleton, Mann. Stirb! Stirb! Hey, da oben geht's auch noch hoch. Oh, 4 Knochen. Cool, wir können Hundis tamen. Ach du Scheiße. Was ist denn das bitte für ein Höhlensystem? Das ist ja richtig geil. Da ist auch noch Iron. Immer her damit. So. Hier, hier. Wasser wäre nicht schlecht. Ich brauche echt noch einmal Wasser. So. Ich hole eben die Sachen hier, hä? So, da ist noch Kohle. Da ist auch noch Eisen. Habe ich hier ganz übersehen. So, hier die Kohle. Komm, das Schwert. Alter, du Kackschwert, verpiss dich. Ich brauche, komm, die Pilz. Alter. Jetzt reicht's aber. Hier rein da. Nice. So. Die Kohle lasse ich jetzt mal da, ganz ehrlich. Die hier kann ich echt noch, kann ich mir noch mitnehmen. So viel Kohle braucht eigentlich echt gar kein Mensch. So, dass ihr auch was seht. YouTube verdunkelt das Ganze, ja. Warum auch immer. So. Was ich mich frage, es ist ja jetzt momentan echt so ein Aufschrei auf YouTube und auf den anderen Social Media Plattformen wegen Artikel 13, der jetzt wahrscheinlich kommen soll oder kommen wird oder auch nicht, keine Ahnung, halt wegen den ganzen Urheberrechten und so ein Scheiß. Was ich mich frage, kleinen Moment, ich muss gerade mal eben eine neue Spitzhacke machen. Hacke Spitz und da. Wie viel Iron haben wir denn? 25, das geht sogar noch. Was lasse ich denn hier dafür? Komm, die Federn brauchen wir echt nicht. Was ich mich ehrlich gesagt frage, wenn ich jetzt wirklich ein Video mache auf YouTube, wenn dieser Artikel draußen ist, wo ich aus der Bibel vorlese, liegt die Bibel dann auch über im Urheberrecht? Wer will denn da dann und monetarisiert das Ganze? Wer will sich dann da beschweren? Gott zum Beispiel? Weil rechtlich gesehen gehört die Bibel ja nicht mal der Kirche, sondern einfach die Bibel gehört Gott. Gott hat die Bibel geschrieben. So steht es auf jeden Fall in der Bibel. So. Heißt es dann also, Gott ruft dann bei denen an und sagt, ja, der Sanderson, der hat aus der Bibel vorgelesen, das möchte ich aber nicht. So. Versteht ihr, was ich meine? So. Und dann ein Projekt, zum Beispiel hier wie Minecraft, wo Mojang oder Notch war ja, glaube ich, der Entwickler. Notch ist ja der Entwickler von Minecraft, der gesagt hat, ja, gut, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ihr könnt Let's Plays machen, ihr könnt Streams machen, macht mit Minecraft, was ihr wollt. Ihr könnt auch damit Geld verdienen, monetarisiert die Videos, ist mir egal. So. Dann könnt ihr eigentlich gar nichts wollen, weil Notch ist ja scheißegal ist und du mit, oh shit. Und ich komme kein Creeper, Mann. Hundis! Hundis? Hundis? Hundis!
Gut, ich habe sogar 4 Knochen. Hundi. Jawohl, wir haben einen Hundi. Allerbeste Freunde, juhu. Nö, nur ein Hundi. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wo geht's denn da lang? In die Schlucht von Hundi. Ach du Kacke. Und da sind Skelette. Und ein Creeper-Mann. Verpiss dich. Oh, du Sack, Alter. Ja, brenn. Brenn. Ach, brenn. Oh, noch ein Knochen. Pfeile, ernsthaft? Oh, ich habe einen Bogen bekommen. Und jetzt habe ich die Pfeile weggeschmissen. Ja, moin. Wo waren die Hundis? Hundis! Komm her, mein Digga. Komm. Ja, ich weiß, du willst den Knochen. Ah, den habe ich auch getamed. Nice. Mist, ein Knochen hat nicht gereicht. Scheiße. Fressack. Okay, ich habe es mir aufgeschrieben. Wo ist mein Zuhause? Boah, wir sind echt weit weg. Obwohl, so weit sind wir eigentlich gar nicht weg. Nein, da kommen wir nicht lang. So, wir müssen... 126 minus 211, okay. Ach du Scheiße. Was ist das für eine riesen Schlucht, Alter? 126 minus 211, das heißt ungefähr noch 800 Blöcke rennen. Ungefähr... die Richtung. In die Richtung ungefähr. Oh. So. Immer in die Richtung hier. Leider haben wir ja keinen Redstone gefunden, ne? Hundis! Hundi! So. Das sind wir ja falsch, da müssen wir in die Richtung. Da geht's dann aber hoch. Minus 211. Warte mal, hier. Hier lang. So, hier lang. Ich glaube, wir sind dann echt von da gekommen. Boah, toll. Habe ich jetzt die Cordy falsch aufgeschrieben oder was? Wir sind doch von hier irgendwo gekommen, oder? Kann das sein? Genau, wir sind über den Berg rüber. Nein. Oh nö. Warte, bis ich oben bin, dann werdet ihr eh teleportiert. Macht euch bloß nicht auer. So. Jetzt sind wir über den Berg rüber. Boah, warte mal. Oder sind wir über den Berg rüber? Warte mal. Müsste doch echt so stimmen. Minus 211. Hier geht's hoch, hier geht's runter. Dann müssen wir da lang. So, hier lang. Jetzt dachte ich, ich habe es aufgeschrieben und funktioniert trotzdem, ne? Ich glaube, wir müssen da aber lang, ne? Genau. So. Dann hier lang wahrscheinlich. Hab ich denn keine Steine mehr? Granit. Wow. So, ich hoffe, ich finde heute noch mal nach Hause, Alter. So, ich laufe jetzt einfach mal nach.
Scheiße. Das ist ja eine geile Höhle. Komm. Ich baue mich jetzt einfach mal mit Holz hoch. Hier. Boah, ich hasse diese Scheiße. Ich hasse kurz lesen. Warum klappt das denn nicht? Bin ich jetzt echt blöd, warte mal. Hier geht's. Die Hunde sterben mir irgendwie, bevor ich daheim bin. Scheiße. Oh shit. Hier kann ich mich runterbauen eigentlich. Oh shit. Au. So, warte mal. Hier geht's runter. Hier geht's dann nach 211. Ich laufe jetzt erstmal nach 211. Aber hier, die Minuszahl geht halt nicht runter, ne? So, hier. Hier so. Kacke, Mann. Ich brauche unbedingt Redstone, ganz ehrlich. Ist doch scheiße, mit den Koordinaten zu laufen. -211. Oh, ich habe eins unten drunter geguckt. Ich bin ja auch holen, ne? 211 minus. Ne, 211 plus und minus 211. Okay, das müsste 126, das müsste in die Richtung eigentlich sein. Ich nehme mal den Fahrstuhl nach unten. Okay, ich glaube, ein Hund ist tot. Oh shit. Nein, ein Hund ist tot. Ah ne, beide sind da. Cool. Okay, hier ist 200. 126 muss ich. Okay. So. Boah, wir müssen echt noch weit laufen. Hier kommen wir durch. Perfekto. Wo ist denn los? Das ist mein Essen, mein Futter. Da ist eine Höhle. Da geht's wieder hoch. Da geht's nach 126. Aber da geht minus hoch. Ich muss einfach mal echt hoffen, dass ich irgendwo Redstone finde, ganz ehrlich. So, warte mal. Hier geht's runter. 126. Nee, da geht's auch hoch. Oder? Nee, hier geht's runter. So. Hier bin ich bei 126. Jetzt muss ich nach minus 211. So. Ich hoffe, die Koordinaten stören euch nicht. Okay, da laufen wir hoch. Hier geht's runter. Ich will die Hunde halt auch nicht zurücklassen. So. Okay, hier sieht es schon gut aus. Hier sind Schafe. Oh, Lamas. Minus 600. Okay, so viel haben wir eigentlich. Minus 200. Kann das sein? Ja, ich glaube, bei den Fischen sind wir vorbeigekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Meistens tut es das. Boah, wie weit wir hier noch laufen müssen, Alter. Oh, Lamas. Da war es minus 126. Ich glaube aber, es war plus. Hier stehen aber auch nirgendwo Fackeln von uns.
So, das war's mit dieser Folge Minecraft. Wir haben uns ein bisschen verlaufen, aber wir haben Hundis gefunden, ist auch cool. Ich wollte ja die ganze Zeit schon Hundis haben. Und jetzt haben wir welche gefunden mit 4 Knochen, 2 Hundis, schon mal gut. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall den Weg nach Hause finden. Ich habe mir die Chords aufgeschrieben, aber ich bin ja Noob. Ich kann irgendwie die Chords nicht lesen. Echt komisch, aber ich glaube, wir werden schon nach Hause finden. Wir brauchen halt unbedingt Redstone. Da haben wir einen Kompass, da werden wir in der Nähe vom Spawn gebaut, glaube ich. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Hundis gefunden, da müssen wir uns noch eine Katze finden, weil wir wollen uns ja auch einen Bauernhof machen und so weiter und so fort. Aber das machen wir dann in den nächsten Folgen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wäre cool, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.